Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an. Über einen entsprechenden Regierungsbeschluss wurde in der Fernsehsendung Aktuelle Kamera informiert. Visa zur ständigen Ausreise, so heißt es, würden unverzüglich erteilt, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssten. Auch Privatreisen ins Ausland könnten ohne Vorliegen von Reiseanlässen beantragt werden. Auch hierfür würden die Genehmigungen kurzfristig erteilt. Die abendliche Pressekonferenz von Politbüromitglied Günter Schabowski plätscherte über eine Stunde so dahin, dann ganz am Ende plötzlich das Thema Flüchtlingswelle und diese Mitteilung. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wie die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also doch, ständig ausreden können wir alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Also auch die Mauer soll über Nacht durchlässig werden. Vor dem Gebäude des Zentralkomitees herrschte heute eher gespannte Ruhe. Hinter verschlossenen Türen beriet das ZK über Auswege aus der Krise, aber auch darüber, wie angesichts des immer lauter werdenden Rufes in der Bevölkerung nach freien Wahlen das Machtmonopol der SED zu retten sei. Eine Stunde hatte sich heute Egon Krenz von der ZK-Sitzung entfernt, um mit Ministerpräsident Johannes Rau zusammenzutreffen. Die Hauptthemen auch dieses Gespräches: die Flüchtlingswelle, das Reisegesetz und freie Wahlen in der DDR. Die Antwort von Egon Krenz war eher verblüffend. Eine große. Ich habe darüber gestern vor dem Zentralkomitee gesprochen und habe vorgeschlagen, ein neues Wahlgesetz auszuarbeiten. Und in diesem Sinne werden wir verfahren. Alles braucht seine Zeit, alles braucht seine Vorbereitung. Überhaupt ist die Frage, können Sie sich das vorstellen? Vielleicht gar nicht so exakt gewählt. Denn ich gehe davon aus, dass wir auch bisher keine unfreien Wahlen hatten. Ausstellung. Auf einer anschließenden Pressekonferenz gab Johannes Rau zu verstehen, dass seine Vorstellungen von freien Wahlen und die von Egon Krenz doch noch sehr, sehr weit auseinander liegen. Die SED-Führung will zur Lösung der Krise in der DDR die Parteibasis mobilisieren. Das Zentralkomitee berief heute erstmals seit 1956 wieder eine Parteikonferenz ein, und zwar für Mitte Dezember. Aufgabe sei es unter anderem, Veränderungen im Zentralkomitee zu beschließen. Die Volkskammer ist für kommenden Montag zu einer Sondersitzung einberufen worden. Inzwischen gibt es an der SED-Basis immer mehr Widerstand gegen einzelne Spitzenfunktionäre. Der Cottbuser Bezirkschef Walde stellte sein Amt heute zur Verfügung. Er war erst gestern zum Kandidaten des Politbüros wiedergewählt worden. Gegen Walde hatte es nach Angaben der Nachrichtenagentur ADN heftige Proteste gegeben. Politbüromitglied Böhme trat während einer Sitzung der SED-Bezirksleitung Halle als dortiger Parteichef zurück. Der Zustrom von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik hält unvermindert an. Innerhalb von 24 Stunden kamen wieder mehr als 11.000 Übersiedler im eigenen Auto, zu Fuß oder mit der Bahn über die Grenzübergänge zwischen der CSSR und Bayern. Stündlich wurden es rund 250 mehr. Seit Öffnung der tschechoslowakischen Grenze am vergangenen Wochenende sind bereits mehr als 50.000 DDR-Bürger in die Bundesrepublik gekommen. Die Unterbringung der Übersiedler wird immer schwieriger. Die meisten der 140 Notaufnahmelager, 77 davon in Bayern, sind inzwischen voll belegt. Angesichts der vielen Übersiedler hat Bundesinnenminister Schäuble die Bürger der DDR auf den akuten Wohnungsmangel in der Bundesrepublik aufmerksam gemacht. Nach einer Kabinettssitzung sagte Schäuble heute im Bundestag, jeder Übersiedler müsse damit rechnen, dass er auf längere Zeit wahrscheinlich schlechter wohnen werde, als er es in der DDR gewohnt gewesen sei. Wer sich mit dem Gedanken trage, in die Bundesrepublik zu kommen, sollte dies vor seiner Entscheidung bedenken. Bundeskanzler Kohl hält sich seit heute Nachmittag in Warschau auf. Mit seinem sechstägigen offiziellen Besuch will er 50 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen ein Zeichen der Versöhnung setzen.
Zugleich will die Bundesregierung den polnischen Reformkurs auch finanziell unterstützen. Für die nächsten 3 Jahre stellt Bonn dem osteuropäischen Land 3 Milliarden Mark an Hermes-Bürgschaften zur Verfügung. Zugleich braucht Warschau den größten Teil des alten Milliardenkredits nicht zurückzuzahlen. Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Bundeskanzler einen bürgerlichen Premierminister Polens trifft. Kohl und Masowiecki nutzten ihre Begegnung heute, um sich kennenzulernen. Wie aus der Umgebung des Kanzlers verlautete, geschah das auf der Grundlage gemeinsamer christlicher Wertvorstellungen. Die Stimmung in Polen gegenüber der Bundesrepublik hat sich durch die gestrige Entschließung des Bundestages deutlich gebessert, auch wenn der Kanzler nach wie vor den polnischen Wünschen zur Oder-Neiße-Grenze nicht nachgeben will. Er hält fest am Vorbehalt eines künftigen Friedensvertrages. Die beiden Nationalhymnen und eine militärische Ehrenformation auf dem Flughafen. Kohl bat Masowiecki um Verständnis, dass er Rücksicht auf die Vertriebenen nehmen müsse. Masowiecki antwortete, die Polen wollten jetzt sicher sein, dass die Grenzfrage endgültig geklärt ist. Auch eine Entschädigung für die polnischen Nazi-Opfer lasse noch immer auf sich warten. Masowiecki will der geplanten gemeinsamen Erklärung besonderes Gewicht geben. Sie soll deshalb nicht morgen zusammen mit den Verträgen unterzeichnet werden, sondern erst am Dienstag. Noch in dieser Stunde wird am Programm gearbeitet. Das tagelange Durcheinander zeugt von Unsicherheit auf beiden Seiten. Er kommt spät, die Vorbereitungen zu dem Besuch standen unter keinem guten Stern, aber der Kanzler ist in Polen hoch willkommen. Politiker und öffentliche Meinung sind sich einig. Diesmal besteht eine Chance zu einem Durchbruch, zu einer dauerhaften Aussöhnung. Am Abend sprach Klaus Bettnarz mit Bundeskanzler Kohl. Das Gespräch mit dem Ministerpräsidenten war ein sehr intensives, auch ein sehr nachdenkliches in Bezug auf die gemeinsame Geschichte, auf das, was unsere Völker miteinander gemeinsam erlitten haben, uns auch gegenseitig angetan haben, verständlicherweise. Gab es auch Punkte, bei denen es unterschiedliche Auffassungen gab, ja, zum Beispiel in der Grenzfrage, in der Frage der Entschädigung für Zwangsarbeit? Ja, natürlich, das sind schon zwei Themen. Man ist hier natürlich in Polen der Meinung, dass die Bundesrepublik und die Bundesregierung und der Bundeskanzler ins Frage der Anerkennung der Grenzen weit über den Warschauer Vertrag hinausgeht. Und das werden Sie nicht tun? Und natürlich werde ich das nicht tun. Ich bin der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin an unsere Verfassung, an meinen Amtszeit, an unsere Bestimmungen gebunden, an unsere Gesetze. Das heißt, da werden die polnischen Erwartungen enttäuscht? Ich glaube nicht, dass sie enttäuscht werden. Ich glaube, dass man hier sehr wohl in Polen weiß, dass man es mit einem Rechtsstaat zu tun hat. Man will ja einen Rechtsstaat hier auch aufbauen. Man ist dabei mit all dem, was dazugehört. Und wenn wir ein Verfassungsgericht haben und ein Spruch des Verfassungsgerichts und wenn der Satz gilt, Pacta sunt servanda, gilt er natürlich für beide Seiten. Der Bundestag hat am Nachmittag die seit Jahren geplanten Reformen der Alterssicherung verabschiedet. Mit großer Mehrheit beschloss das Parlament tiefgreifende Änderungen bei den Renten- und der Beamtenversorgung. Kernpunkte der Rentenreform, die im Dezember noch vom Bundesrat gebilligt werden muss und zum großen Teil 1992 in Kraft tritt, sind unter anderem Anpassung der Renten nach den Netto- statt Bruttolöhnen, Heraufsetzung des Bundeszuschusses, mittelfristig Erhöhung des Beitragssatzes und schrittweise Anhebung der Altersgrenze auf 65 Jahre. Bei den Beamten steigen die Pensionsansprüche künftig linear mit den Dienstjahren. Die Höchstversorgung von 75% wird erst nach 40 statt bisher 35 Jahren erreicht. Ein Bericht von Klaus Altmann. Eine Besuchergruppe heute in Bonn. Selbst die Älteren ahnen nicht, dass es ein historisches Datum für sie ist. Im Bundestag wird die Rentenreform verabschiedet, die bis weit ins Jahr 2000 gelten soll. Die Besucher haben noch die Fernsehbilder vor Augen mit jungen Familien aus der DDR und dem Glauben, dass sie mit ihrer Hände Arbeit die schmalen Rentenkassen schon füllen werden. Aber der zuständige Arbeitsminister Blüm hält nichts von solchen finanziellen Bluttransfusionen. Der Flüchtlingsstrom lässt sich nicht hochrechnen. Von heute aus gesehen entlastet er die Rentenausgaben im Jahr 2000 nicht einmal um 1%. Es bleibt also beim alten Dreieck der Lastenverteilung. Beitragszahler, Rentner und die Bundeskasse werden maßvoll, aber stetig zur Ader gelassen. Gemessen an den parlamentarischen Rentenschlachten vergangener Jahre glich die Verabschiedung heute einer Feierstunde. Die Parteien im Bundestag schätzen das sehr hoch ein. Denn mit Ausnahme der Grünen haben sie alle an der Reform mitgewirkt. Ja, die SPD konnte sogar mit Stolz anmerken, dass das Gesetz an vielen Stellen eindeutig ihre Handschrift trägt.
Dennoch zeigen sich Wünsche nach Verbesserung, vor allem für Frauen, die ihre Arbeitskraft der Kindererziehung widmen. Ziel sollte es sein, die Forderungen nach Verbesserung der Erziehungszeitenregelung nicht mehr so isoliert wie bisher weiterzuverfolgen, sondern vielmehr im konzeptionellen Zusammenhang der eigenständigen Alterssicherung der Frauen. Die Familie findet sich im Generationenvertrag wieder, wo sie 97 von den 100 Jahren nicht war. Wir bauen die familienbezogenen Leistungen aus. Mehr will Norbert Blüm nicht zugestehen zurzeit, aber seine Partner drängen. Die Mehrheit für die Reform heute kann morgen schon wieder bröckeln. Änderungen nahmen die Abgeordneten auch an der eigenen Altersversorgung vor. Gleichzeitig bewilligten sie sich heute aber auch mehr Geld. Sie erhöhten ihre Diäten- und Kostenpauschalen rückwirkend ab 1. Juli um 2,3% auf insgesamt 14.495 Mark im Monat. Auf eine ständig wachsende Zahl von Armen in der Bundesrepublik hat der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband hingewiesen. Er beziffert ihre Zahl auf 6 Millionen. In dem ersten Armutsbericht dieses Dachverbandes von 6.000 gemeinnützigen Organisationen werden zu den Armen vor allem die Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfänger gezählt, aber auch viele Alte und Kranke. Die Politiker forderte der Verband auf, das Problem endlich zur Kenntnis zu nehmen und entsprechende Maßnahmen zu beschließen. Bahnfahren wird erneut teurer. Zu Beginn des neuen Jahres erhöht die Bundesbahn die Tarife um durchschnittlich 2,5%. Bei einfacher Fahrt über 200 Kilometer zum Beispiel macht das 1 Mark, bei Pendler- und Schülermonatskarten 2 Mark mehr aus. Um 10 Mark angehoben werden auch die Spar- und Supersparpreise. Die sogenannten Passangebote, wie für Familien und Senioren, bleiben dagegen unverändert. Zuletzt waren die Preise im Februar erhöht worden. Der neue türkische Staatspräsident Özal hat die Mitgliedschaft seines Landes in der EG als wichtigstes Ziel seiner Politik genannt. In seiner Antrittsrede vor dem Parlament in Ankara erklärte er, um das zu erreichen, sei es vorrangig, demokratische Freiheiten zu bewahren und das Menschenrechtsimage der Türkei zu verbessern. Zu seinem Nachfolger als Regierungschef ernannte Özal den bisherigen Parlamentspräsidenten Akbulut. Die Ernennung muss noch vom Parlament bestätigt werden. Deng Xiaoping, Chinas führender Politiker, ist heute von seinem letzten hohen Amt in der Kommunistischen Partei Chinas zurückgetreten. Nachfolger von Deng für den Vorsitz der Zentralen Militärkommission ist KP-Chef Jiang Zemin. Als sich der 85-jährige Deng Xiaoping heute von der KP-Spitze verabschiedete, verließ einer der mächtigsten, robustesten und umstrittensten Staatsmänner der Welt die politische Bühne. Während der Kulturrevolution verfolgt und später als Reformer gefeiert, ramponierte Deng seinen Ruf durch die Niederschlagung der Demokratiebewegung im Juni. Das Zentralkomitee der KP, das Dengs Rücktrittswunsch erfüllte, stärkte gleichzeitig die Rolle des Militärs an der politischen Spitze Chinas, legte sich auf die weitere Öffnung des Landes fest und plädierte gleichzeitig für eine Stärkung der zentralen Planung. Dengs Nachfolger auf dem wichtigen Posten als Vorsitzender der Militärkommission, KP-Generalsekretär Jiang Zemin, ist ein Politiker, der bislang eher durch Taktieren nach allen Seiten als durch Programmatik auffiel. Das heißt, dass ein Förderer Deng in China zumindest im Hintergrund weiter die Fäden ziehen wird. Mehr als 1000 landwirtschaftliche Betriebe in Großbritannien und in den Niederlanden dürfen vorerst keine Milch mehr verkaufen, weil ihre Kühe mit bleiverseuchter Kleie gefüttert worden sind. Wie dieses Futter in den Handel kam, ist noch nicht ganz geklärt. Nach Vermutungen der britischen Regierung handelt es sich um Kleie, die vernichtet werden sollte, stattdessen aber von einem kriminellen Händlerring auf den Markt gebracht wurde. Zahlreiche Tiere sind an Bleivergiftung verendet. Ungeklärt ist bislang die Ursache der Schiffskollision in der vergangenen Nacht. Die Englandfähre Hamburg hier an der Kolumbuskaje in Bremerhaven war kurz nach 22 Uhr im Seegebiet südwestlich Helgolands bei klarer Sicht und schwerem Sturm von dem norwegischen Containerschiff Nordic Stream gerammt worden. Dabei bohrte sich der Bug des Frachters etwa 8 Meter tief in die Fähre. Ein Deutscher und 2 britische Passagiere kamen dabei ums Leben. 16 Menschen wurden verletzt. Der Containerfrachter wurde nur leicht beschädigt und hat den Hamburger Hafen festgemacht. Beide Schiffe waren über Funk vor ihrem Kollisionskurs gewarnt worden. Die Wasserschutzpolizei Bremen untersucht die Ursachen. Mit einem Ergebnis wird in der kommenden Woche gerechnet. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 10. November. Ein Wolkenband erstreckt sich von Skandinavien ausgehend zu den Alpen und von dort aus weiter bis zum Mittelmeer.
Westlich davon erkennt man über Deutschland Quellbewölkung, die vor allem nördlich der Mittelgebirge sehr ausgeprägt ist. Die Quellbewölkung hat sich in der frischen Meeresluft gebildet, die hinter einer Kaltfront nach Mitteleuropa eingeströmt ist. Von Westen her nähert sich ein weiteres Tiefdruckgebiet, das morgen vor allem das Wetter in der Nordhälfte Deutschlands beeinflusst. Die Vorhersage für morgen. Morgens im Süden gebietsweise Nebel. Tagsüber vor allem im Osten sonnig. Im Tagesverlauf von Westen Bewölkungszunahme und in der Nordhälfte zeitweise etwas Regen. Tiefsttemperaturen im Norden und im Westen bei 6, sonst plus 2 bis minus 2 Grad. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Im Süden schwacher bis mäßiger, nach Norden zu frischer bis stärker und böiger Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten: im Norden noch vereinzelt Regen, sonst nach zum Teil zögernder Nebelauflösung sonnig. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen darin. Die DDR öffnet ihre Grenzen. Berichte, Reportagen, Interviews.